Also die Bühne, die ist gut und manchmal ist es so ein Bauchkribbeln auf der Bühne, dass du was falsch machst oder noch irgendwas. Ist eigentlich Teufel und wir streiten sehr, sehr viel, weil Teufelchen ist gegeneinander. Ja. Letzter Halbgruppentanz ist Zigeuner, die Russian Gypsies. Ja, aber der Tanz heißt jetzt hier Zigeunertanz. Den tanzen wir drei. Ausdruck muss immer sein beim Tanzen, weil sonst ohne Ausdruck kann man keine Punkte kriegen. Man muss immer tanzen, immer Ausdruck zeigen. Ich lache einfach, weil es mir einfach so Spaß macht zu tanzen. Das ist, also ich liebe Tanzen. Immer wenn ich irgendeine Musik höre, dann tanze ich ohne Ende. Weil wir sind schon ganz oft aufgetreten und wir haben auch einen Wettbewerb schon richtig gut gewonnen und darum bin ich kaum nervös. Wir tanzen Tiroler Polka. Musik.
schlecht. Weil manchmal ist es auch gut zu verlieren oder zu gewinnen, ist es auch gut. Also nur drei Jungs, aber der eine ist weg und der Rest Mädchens. Aber das ist für uns eigentlich zu viel. Wir hätten gerne zu viele Jungs und nur ein Mädchen. Also wir sind jetzt hier das zweite Mal da bei den Kinderkulturtagen und ja. Also es ist halt, man ist manchmal halt nervös, aber es macht eigentlich auch Spaß und man gibt halt alles, um zu gewinnen. Auf die Idee, einen hebräischen Tanz zu tanzen? Weil mein Bruder in Israel wohnt. Und der hat uns übersetzt, dass es bedeutet. Und der hat gesagt, dass Havana Gila heißt, komm, lass uns alle zusammen tanzen. Macht es euch Spaß zu tanzen? Ja. Sehr, sogar. Sehr, sehr. Das ist unser Hobby. Die Kinder sind überall, das freut mich. Ich bin das erste Mal hier und es ist einfach klasse, also der Hammer. Ich habe nicht erwartet, dass das so hoch ist oder hoch wird. Und wirklich, die Qualität von den Kindern tanzen ist super. Ich bin ein Tänzer und wenn ich sehe, wie die tanzen, dann wollte ich auch mittanzen, natürlich, bei allen. Es ist cool, also das hat mir wirklich gut gefallen. Es ist sehr schwer, weil es ist auch unterschiedlich. 6 und 10, also es ist 6-Jährigen, die sehr, sehr klein sind, und 10-Jährigen, die sind schon ein bisschen größer sind, ist natürlich sehr schwer. Aber ich hoffe, wir werden die richtige Entscheidung treffen. Die Oma und der zweite Platz.
Der erste Platz in der Kategorie Volkstanz. Mazel Tov. Ladushki Hava Nagila.